Die TSG kehrt vom Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg ohne Punkte zurück. Das Tor von Steven Zuber reicht am Ende nicht. Das Team von Julian Nagelsmann verliert mit 1:2. Die Stimmen zum Spiel. Sehr enttäuscht natürlich. Also wir gehen, denke ich, verdient 1:0 in Führung. Wir haben das Spiel im Griff, vor allem in der ersten Halbzeit. Und ja, in der zweiten Halbzeit hat dann vieles gefehlt. Wir haben viel gemacht, was wir nicht machen wollten. Wir waren nicht mehr so griffig in den Zweikämpfen. Die Standards haben wir nicht mehr gut verteidigt. Wir haben im Spiel nach vorne immer einen ungenauen Pass gespielt. Und so verliert man das Spiel auch hier 2:1. Ja, ich glaube, mit dem 2:0 wäre es schon gegessen gewesen. Dann können wir danach dann noch das 3:0 machen. Ich glaube, dass das natürlich dann für Wolfsburg sehr schwer war, zurückzukommen. Ich glaube dann auch in der Situation, in der sie sind, dass sie da am Boden liegen und nicht mehr zurückkommen. Und wir haben halt danach zwei Standardsituationen. Das war auch eigentlich mit das einzige Mittel, was Wolfsburg hatte, um gefährlich zu sein, so richtig. Haben wir sehr sorglos verteidigt, schlecht auf den zweiten Ball, auch zwei freie Kopfbälle einfach in die Mitte geklärt. Aber das hat so ein bisschen gepasst zu unserer zweiten Halbzeit. Und dann, wenn man dann sieht, wie in Wolfsburg alles einwechseln kann und welche Spieler die sie auf dem Feld haben, dann ist es einfach auch eine sehr gute Mannschaft, die tabellarisch sehr schlecht dasteht für den Kader. Und dann kann man mal verlieren. Wir müssen diese Standardsituation besser verteidigen, das geht nicht so. Ja, die haben gar nichts gehabt, nur diese zwei Standardsituationen und zwei Tore, ja, das ist sehr schlecht und wir müssen anschauen und wir müssen nächstes Spiel besser spielen. Ich bin schon ein bisschen mit ihnen ins Gericht gegangen, weil mir das nicht gefällt, dass wir einfach oft von heute Phasen im Spiel haben, wo wir von der Denkweise in anderen Regionen sind, wie das, was wir abliefern. Und da sind einfach ein paar Situationen, da klafft eine Lücke zwischen dem, was wir abliefern und wo wir vielleicht denken zu sein. Wenn wir den Ball mit der Hacke mitnehmen und mit der Picke weiterspielen und mit 5 Sohlenzieher, das hat uns nicht stark gemacht, das hat uns nicht dahin gebracht, wo wir sind. Sondern schon eine klare Struktur im Spiel, ein schnelles Passspiel. Die Gegner versuchen auch durch gute Ballbesitzphasen auseinanderzuspielen und darauf müssen wir uns besinnen. Und wir waren heute einen Tick zu sehr selbstverliebt und das muss gegen Darmstadt auf jeden Fall anders werden. Es war absolut selbstverschuldet, anders als in Leipzig, wo wir verdient verloren haben, weil der Gegner besser war, haben wir heute nicht verdient verloren, weil der Gegner besser war, sondern weil wir einfach nicht in der Lage waren, die nötige Aggressivität abzurufen, die man gebraucht hätte, um zu gewinnen. Und von dem her kann das ein Schuss vom Bug sein. Es liegt natürlich jetzt auch an den Jungs, wie sie das in der Woche umsetzen. Und wir haben ein, zwei Spieler, die seit 2-3 Wochen nicht diese Leistung im Spiel abrufen, die sie auch im Training abrufen. Und da müssen wir gucken, dass wir das ins Spiel kriegen. Und dann können wir auch gegen Darmstadt gut gewinnen.